Herzlich willkommen zu unserem heutigen Webcast. Ich freue mich sehr, dass Sie heute dabei sind. Vielleicht können Sie mir mal ein kurzes Zeichen geben, ob Sie mich auch hören und sehen können. Dann würde ich nämlich auch schon mal starten, wenn Sie mir kurz einfach in der Fragefunktion Bescheid geben, dass Sie mich auch hören und sehen können. Das wäre super. Ja, ich fange schon mal an. Heute dreht sich alles rund um das Thema Chromebook. Und zwar um den praxisnahen Einsatz in der Schule. Da dürfen Sie sich wirklich freuen, weil wir aus erster Hand erfahren, wie Chromebooks im Unterricht eingesetzt werden können. Bevor wir aber so richtig starten, möchte ich noch mal ein paar Worte über die Kotek verlieren. Und zwar ist die Kotek einer der führenden deutschen Händler im Bereich Hard- und Software für den Bildungsbereich. Und wir stellen Lösungen und Services bereit, die lebenslanges Lernen ermöglichen sollen. Genau. So, und ich moderiere, mein Name ist Ramona Reiter und ich arbeite im Marketing. Sehr schön, jetzt sehe ich gerade, das klappt. Das ist sehr gut, dass Sie mich hören und sehen können. Und zwar noch ein paar Hinweise jetzt, bevor wir so richtig starten. Das Webinar wird wie immer aufgezeichnet. Sie erhalten auch im Nachgang eine Follow-up-Mail, in der Sie ein Teilnahmezertifikat erhalten. Und zusätzlich ein wichtiger Hinweis, wir freuen uns immer über Ihr Feedback. Das können Sie uns gerne natürlich im Chat stellen, aber auch im Nachgang öffnet sich eine kleine Umfrage, die dauert keine 2 Minuten. Wenn Sie daran teilnehmen, haben wir immer ein gutes Mittel, beziehungsweise ein gutes Feedback, wie wir einfach weitermachen können für nächste Webinare, die noch stattfinden sollen. Also welche Themen Sie interessieren. Genau. Hier sehen Sie nochmal die Fragefunktion. Einfach in den Chat schreiben, wenn während des Webinars Fragen auftauchen. Ich sammle die dann und stelle die gerne an die Referenten. So, diese Folie sollten Sie eigentlich noch nicht sehen. Ich würde dann tatsächlich auch schon an unsere erste Referentin weitergeben, und zwar ist es die Vanessa Wissel. Und die wird Ihnen gleich sehr praxisnah erzählen, wie Chromebooks im Unterricht eingesetzt werden können. Viel Spaß! Nochmal, jetzt können Sie mich alle hören? Jetzt funktioniert's. Jetzt funktioniert es. Perfekt. Ja, vielen Dank für die Einladung und dass ich heute auch als Referentin bei einem ja so spannenden Thema Chromebook statt Tablet oder Notebook dabei sein darf. Ich finde es immer total wichtig, dass die Schulen sich auch untereinander vernetzen und auch wirklich das, was gut funktioniert, auch weitergeben. Ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Vanessa Wissel. Ich bin stellvertretende Schulleiterin an der Paul-Gerhardt-Mittelschule in Kahl. Ich bin auch Lehrkraft für Informatik, Wirtschaft und Mathe. Und ich bin auch an unserer Schule die Systembetreuerin und ich administriere auch die Geräte. So, jetzt starte ich mal meine Präsentation. Ja, was erwartet Sie heute alles? Zunächst einmal möchte ich kurz die Paul-Gerhardt-Schule vorstellen. Danach möchte ich Ihnen aufzeigen, ja, wie unsere Ausgangssituation war, also mit welcher Ausstattung wir wirklich gestartet sind, welche Kriterien für uns wichtig waren, die dann ja auch letztendlich zur Entscheidungsfindung ja beigetragen haben. Anschließend möchte ich Ihnen unseren Entscheidungsweg aufzeigen und ja auch den aktuellen Ist-Stand bezogen auf die Chromebooks wiedergeben. Dann Ihnen natürlich auch ein paar Beispiele nennen, wie wir mit den Chromebooks im Unterricht arbeiten. Das Arbeiten im Homeschooling habe ich bewusst nochmal aufgegriffen, weil es wirklich bei uns super funktioniert hat. Und zum Schluss möchte ich Ihnen noch aufzeigen, ja, wie wir die Geräte administrieren, sowie ein paar Tipps mitgeben, ja, wie wir die Geräte eingeführt haben. Und für mich ist es auch wichtig, dass Sie ja im Anschluss oder auch gerne dazwischen jederzeit die Chat-Funktion nutzen, um auch Fragen zu stellen.
Ja, dann möchte ich auch gleich unsere Schule vorstellen. Die Paul-Gerhardt-Schule in Kahl ist eine evangelische Schule in freier Trägerschaft. Wir sind also eine Privatschule. Wir sind eine Grund-, Mittel- und Wirtschaftsschule. Also wir haben wirklich drei Schulformen unter einem Dach. Von der ersten Klasse bis zur 11. Klasse. Wir haben 500 Schüler in der Schule und 35 Lehrkräfte. Ja, und das Besondere und das was auch wirklich eine Herausforderung ist, jede Schulform arbeitet mit unterschiedlichen Systemen. Also die Grundschule setzt zum Beispiel Surfaces ein, mittlerweile auch als Schülergeräte die Chromebooks. Die Mittelschule hat ausschließlich Chromebooks im Einsatz und die Wirtschaftsschule, ja, verwendet die ThinkBooks. Ja, mit welcher Ausgangssituation sind wir gestartet oder haben wir begonnen, bevor es dann die ganzen Förderprogramme gab? Zunächst einmal sind unsere Klassenzimmer alle mit Galileo-Boards oder mit Whiteboards ausgestattet und auch jedes Klassenzimmer hat eine Dokumentenkamera. In jedem Klassenzimmer befindet sich ein Lehrer-PC und zwei Schüler-PCs. Der Lehrer-PC ist mit der digitalen Tafel verbunden und darüber läuft auch die digitale oder die Dokumentenkamera. Des Weiteren haben wir auch im Silenzium, also im Lehrervorbereitungsraum, noch feste PCs installiert, mit denen die Lehrkräfte auch ja ihren Unterricht vorbereiten können. Wir haben zwei PC-Räume, einmal mit 22 Arbeitsplätzen und einmal mit 14 Arbeitsplätzen. Und das ja, ist wirklich auch eine große Herausforderung gewesen, weil unsere Klassen beginnen mit 22 Schülern bis 25 Schüler. Das heißt, es hatte nicht immer jeder Schüler einen eigenen, ja, Arbeitsplatz. Und das war doch schon sehr demotivierend für die Schüler. Dann haben wir ein digitales Klassenbuch, und zwar EduPage. Das ist auch unsere Kommunikationsplattform. Hier hat jeder Lehrer, jeder Schüler und auch jeder Elternteil einen eigenen Account. Hier stellen die Lehrer zum Beispiel Noten ein. Hier wird untereinander kommuniziert. Die Hausaufgaben werden eingestellt. Vertretungspläne, die Stundenpläne. Also es ist, EduPage ist wirklich ein wichtiger Bestandteil bei uns im Schulalltag. Da werde ich auch später nochmal, wenn es um Homeschooling geht, näher drauf eingehen. Genau, und dann hatten wir und haben wir auch immer noch einen gemeinsamen Kalender zur Terminverwaltung. Die Termine der Schule werden hier eingestellt und jeder hat darauf Zugriff. Ja, was waren dann so unsere Auswahlkriterien? Wir haben ein kleines Team gebildet in der Schule und bestehend aus Schulleitung, Systembetreuer, Lehrkraft und ganz wichtig eine, ja, ich sage es jetzt mal, gegenüber Medien eher kritische Lehrkraft. Das rate ich auch wirklich jedem, so eine Lehrkraft mit ins Boot zu holen. Die sieht es nämlich alles aus einem anderen Blickwinkel. Eher kritisch und die stoppt uns dann auch mal. Und unser Motto ist wirklich, keiner darf verloren gehen. Ja, dadurch, dass wir eine Privatschule sind, müssen wir natürlich immer ganz genau schauen, wie wir etwas finanzieren können. Das war auch wirklich ein Kriterium für uns, zu schauen, welche Folgekosten gibt es in Bezug auf Software, welche Förderprogramme gibt es, die wir wirklich ausschöpfen können. Die Geräte mussten natürlich dann auch votumskonform sein, damit sie auch wirklich finanziert werden können. Wichtig war für uns auch, wie teuer ist ein Gerät, falls zum Beispiel ein Elternteil sagt, ach, ich möchte gerne für mein Kind auch ein Gerät anschaffen. Das hatten wir natürlich auch mit im Blick. Ein weiteres Kriterium war, die Geräte mussten robuste Geräte sein, weil wir sie sowohl im Unterricht einsetzen wollten und aber auch, ja,
für zu Hause. Wir wollten den Schülern auch ermöglichen, dass sie Geräte wirklich ausleihen können und auch zu Hause einsetzen können. Des Weiteren haben wir ja die Klassen 5 bis 10 oder 1 bis 11, die damit arbeiten sollten. Und uns war von vornherein klar, dass nicht jeder Schüler oder jede Klasse mit irgendeinem digitalen Gerät ausgestattet werden kann, sondern die Geräte müssen weitergegeben werden. Also sollten sie relativ robust sein und auch etwas aushalten können. Ja, für mich ein ganz wichtiger Aspekt, die Administration. Die Administration sollte so gering wie möglich sein, so einfach wie möglich. Und wir haben zwar eine externe IT-Firma, die uns da auch unterstützt, aber wir wollten dennoch unabhängig sein. Also es muss im Schulalltag so flexibel und so integrierbar sein, dass wir als Lehrkräfte oder ich als Lehrkraft ja hier auch einschreiten kann, wenn was nicht funktioniert. Flexibilität. Es war bis zu dem Zeitpunkt nicht möglich, dass die Schüler ja ihre begonnenen Aufgaben, die sie in der Schule angefangen haben, auch mit nach Hause nehmen. Es musste dann wieder ein Stick mitgebracht werden und es war doch relativ kompliziert. Wir wollten deswegen ein gemeinsames Arbeiten ermöglichen, ortsunabhängig und unkompliziert. Des Weiteren sollten die Geräte natürlich auch in unser ja bestehendes System, mit unserem bestehenden System kompatibel sein. Das war uns natürlich ganz wichtig. Ja, und am liebsten natürlich noch einfach und eine intuitive Bedienbarkeit, sodass wirklich jede Lehrkraft damit mit gut klarkommt, mit den Geräten gut arbeiten kann. Und ein wichtiger Punkt, der Datenschutz. Also am liebsten noch irgendwie mit in den Datenschutz einbauen. Das waren so unsere Auswahlkriterien, die wir getroffen haben. Ja, wie sind wir dann weiter vorgegangen, nachdem wir die Auswahlkriterien aufgestellt haben? Haben wir so eine Orientierungsphase gebraucht? Also wir haben uns dann im Internet orientiert, wir haben uns verschiedene Geräte angeschaut, wir haben uns beraten lassen. Wir sind sogar auch an Schulen gefahren, haben deren Geräte angeschaut. Wir waren sogar auch mal im Unterricht und haben uns einfach gut informiert und uns ein Bild gemacht, was denn wirklich zu uns passen könnte. Wir sind dann auf die Firma Cloudwürdig gestoßen und da durften wir dann auch wirklich über mehrere Wochen Chromebooks im Unterricht anschaffen und testen. Und das war für uns so das i-Tüpfelchen, sage ich mal. Wir haben uns dann auch wirklich für die Chromebooks entschieden. Und jetzt möchte ich Ihnen gerne noch unseren Ist-Stand aufzeigen. Und zwar hat wirklich bei uns jeder Schüler und jeder Lehrer einen eigenen schulischen Account. Da werde ich dann auch später noch drauf eingehen. Wir haben mittlerweile 64 Schüler-Chromebooks, finanziert durch das Bayerische Förderprogramm Digitales Klassenzimmer und auch durch das Sonderbudget Schülerleihgeräte. Diese 64 Schüler-Chromebooks sind auf 4 mobile Wagen verteilt. Unsere Schule ist so ein bisschen in Etagen aufgebaut. Also in jeder Etage steht ein Chromebook-Wagen und in der untersten Etage stehen 2 Chromebook-Wagen. Ganz wichtig, unsere Wagen sind beschriftet, auch die Chromebooks, dass sie gut zuordnenbar sind. Und wir setzen in den Klassen Medienscouts ein, also Schüler, die zu Medienscouts ausgebildet werden. Und die achten einfach darauf, dass die Chromebooks geladen sind, dass sie in der richtigen Reihenfolge einsortiert sind. Und die geben dann auch die Chromebooks an die Schüler aus.
Wir haben 25 Lehrer-Chromebooks, finanziert durch das Sonderbudget Lehrerdienstgeräte. Wir haben eine gemeinsame Administrationsoberfläche, und zwar haben wir Google Workspace for Education. Wir haben in den Klassenzimmern, in denen noch die Galneo-Board, denen die Google Chromecasts, also ein Connecting-Dongle, mit dem die Schüler sich dann problemlos mit der digitalen Tafel verbinden können und auch so ihre Aufgaben, ihre Schüleraufgaben an der Tafel spiegeln können. Und was wir jetzt ganz neu haben, weil wir auch die Promethean-Boards in einigen Klassenzimmern jetzt haben, im Einsatz haben, den HDMI-Touch. Der ist an der digitalen Tafel angeschlossen und die Lehrkräfte können jetzt ihr Chromebook einfach anschließen im Klassenzimmer und können auch nicht nur streamen, sondern auch wirklich auf der digitalen Tafel schreiben. Genau, das hatte ich gerade auch schon angedeutet. Wir haben zwei Systeme, einmal die Galneo Boards und einmal die Promethean Panel. Ja, jetzt möchte ich Ihnen so ein paar Beispiele aus unserem Unterricht geben, wie wir die Chromebooks im Unterricht einsetzen. Und zwar zur Recherche im Unterricht. Durch den Einsatz der Chromebooks im Fach und aber auch im Klassenunterricht kann tagesaktuell recherchiert werden. Die Schüler lernen hier auch die Quellen adäquat und auch sicher einzuschätzen und gezielt Materialien für Projektthemen im Internet zu suchen, aber natürlich auch zu bewerten und auch weiter zu verarbeiten. Und dadurch, dass wir wirklich fahrbare Medienwagen auf jeder Etage haben, sind die Geräte jederzeit einsatzbereit. Das ist wirklich total unkompliziert und wir sind dadurch sehr flexibel. Kollaboratives Arbeiten, das machen die Schüler sehr, sehr gerne. Und zwar die leistungsstarke Suite von Tools, die es ja gibt, wie zum Beispiel Google Docs oder auch Google Präsentationen, ermöglicht den Schülerinnen das Arbeiten an einem Dokument in Echtzeit und das nicht nur in der Schule. Das war uns ja enorm wichtig. Das war ja auch ein Auswahlkriterium. So können die Schülerinnen immer und überall anhand ihrer schulischen Accounts in ihre Lernmaterialien eintauchen und dann auch die schulischen Aufgaben ja von zu Hause problemlos fertigstellen. Das ist wirklich ein großes Plus, was wir Lehrkräfte feststellen. Aber auch wenn ein Schüler zu Hause krank ist, kann das Material mit ihm problemlos geteilt werden und so verliert auch der Schüler den Anschluss nicht. Das habe ich heute zum Beispiel auch wieder gemacht. Ich hatte einen Schüler, der war krank, der hat sich dann gemeldet und ich habe dann unseren Unterricht, also die Unterrichtsmaterialien mit ihm geteilt. Gerade an der Mittelschule ist Veranschaulichung und Wiederholung ganz, ganz wichtig. Auch zur Wiederholung oder zur zusätzlichen Veranschaulichung sind entsprechende Apps geeignet. Gerade dann, wenn abstrakte Inhalte vermittelt werden sollen. Und in diesem Zusammenhang setzen die Lehrer zum Beispiel eben Mathematikunterricht, die Geometrie, 3D-Programme ein, um auch Schülerinnen mit schwächer ausgeprägten räumlichen Vorstellungsvermögen abzuholen. Auch Differenzierung gestaltet sich total einfach mit den Chromebooks, da man den Schülern ja auch individuell auf ihren jeweiligen Leistungsstand zugeschnittene Aufgaben erteilen kann. Versuchsabläufe dokumentieren, besonders in den naturwissenschaftlichen Fächern wie Physik, Chemie, Biologie, dokumentieren und halten die Schülerinnen auch Versuchsabläufe nicht nur in Bild, sondern auch in Video fest. Das machen sie total gerne. Der nächste Punkt, das lieben sie auch, die Schüler, interaktive Anwendungen. Ja, das ist natürlich durch den flexiblen Einsatz der Chromebooks im Klassenzimmer können interaktive Anwendungen wie zum Beispiel bekannte Learning-Apps, Kahoot, in jedem Unterrichtsfach von jedem Schüler angewandt und auch eigene Unterrichtsinhalte erstellt werden. Das erhöht unwahrscheinlich die Motivation der Schüler und es macht unglaublich viel Spaß.
Ja, mit der Einführung des Pflichtfaches Informatik können die Schülerinnen und die Schüler Algorithmen in einfacher Programmiersprache auf den Chromebooks programmieren. Auch haben wir mit der Anschaffung der Chromebooks das Platzproblem in den PC-Räumen gelöst. Ich unterrichte zum Beispiel Informatik nicht ausschließlich im Computerraum, sondern auch gerne im Klassenzimmer mit den Chromebooks. Und somit kann auch jeder Schüler an seinem eigenen Gerät arbeiten. Vanessa, Ja. bevor du weitermachst, wir hätten da zwei Zwischenfragen. Ja, sehr gerne. Bei der einen bin ich mir nicht sicher, ob das vielleicht sowieso im Laufe der Präsentationen klar wird. Die eine stelle ich dir schon mal. Haben die Schüler dann auch Google-Accounts, beziehungsweise wie kommen sie an ihre Daten? Ja. Ist die eine Frage. Ich beantworte sie einfach und wenn es später nochmal kommt, dann ist also es ja auch. Wir haben noch eine Frage, aber das wäre jetzt die erste. Ja, also unsere Schüler haben tatsächlich alle einen, wir nennen es immer schulischen Google-Account. Dadurch, dass wir die G Suite quasi haben, also Google Workspace for Education, kann ich als Administrator für jeden Schüler einen Account anlegen. Und unsere E-Mail-Adresse heißt zum Beispiel auch @paul-gerhard-schule-karl. Also wir haben wirklich eine eigene Domain für die Chromebooks, sage ich jetzt mal. Alles klar, vielen Dank. Ich denke, damit ist es ganz gut beantwortet. Die andere Frage, da geht es um das Alleinstellungsmerkmal von Chromebooks im Vergleich zu anderen Notebooks. Da habe ich jetzt gemeint, wird sie vielleicht im Laufe der Präsentation. Du kannst aber gerne schon mal vorgreifen, wenn du magst. Ja, also was wir einfach feststellen, die Chromebooks sind enorm schnell hochgefahren. Also wenn ich zum Beispiel im Unterricht sage, jetzt wollen wir recherchieren oder ein Schüler hat ein Problem und ich sage zu dem Schüler, komm, nimm dir ein Chromebook und recherchiere mal oder schau mal im Internet nach, ist es total problemlos. Also der Schüler geht an Chromebook-Wagen, holt sich ein Chromebook raus. Innerhalb von wenigen Sekunden ist das Gerät hochgefahren. Es laufen die Updates alle im Hintergrund. Also ich als Administrator muss da weder irgendwelche Updates machen. Ja, das ist einfach super unkompliziert. Und was ein großer Vorteil noch ist, wir haben keine Softwarekosten. Also wir haben keine Software, die wir installieren müssen, wie zum Beispiel Word, Excel oder solche Programme. Na, weil wir durch den App Store, sage ich mal, Play Store, können wir die Apps oder die Programme runterladen. Natürlich schaue ich immer, ob sie datenschutzkonform sind. Und wie ich auch schon angedeutet habe, es gibt ja eine große Suite an Tools, also Google Docs, Google Präsentation, Google Site. Das ist alles schon mit enthalten quasi. Super, ja, ich denke, damit ist es auch sehr gut beantwortet. Das ist auch, deckt sich auch mit dem, was ich von uns intern bei der Kotik aus der Hardwareabteilung höre, wenn es um die Chromebooks geht. Genau. Genau. Ja, das ist so viel zu den Zwischenfragen. Gerne weitere Fragen stellen. Ich unterbreche dich dann gegebenenfalls nochmal. Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Ja, Videokonferenzen setzen wir tatsächlich immer noch im Unterricht ein. Und zwar, wir nutzen ja auch die G Suite in Kombination mit EduPage. Ich hatte es vorab schon kurz erwähnt, dass EduPage unsere Kommunikationsplattform ist. In EduPage gibt es ein digitales Klassenbuch mit Stundenplan, wo dann die Lehrkräfte eine Google Meet-Videokonferenz für kranke Schüler super unkompliziert anlegen können. Im Klassenbuch erscheint ein kleines blaues Kamerasymbol und die Schüler können einfach mit ihrem schulischen Google-Account sich anmelden und auf das Kamerasymbol klicken und sind sofort in der Videokonferenz. Das war auch wirklich im Homeschooling super unkompliziert. Flipped Classroom, das kennen Sie bestimmt alle.
Das machen wir auch sehr gern, vor allem in den 5. Klassen oder in den 6. Klassen. Der Schüler oder die Schülerin eignet sich außerhalb des Unterrichts, entweder zu Hause oder auch in freien Lernphasen in der Schule, in seinem eigenen Tempo die theoretischen und auch die praktischen Grundlagen eines Themas an, indem er ein von uns erstelltes Erklärvideo bearbeitet. Bearbeitet heißt in diesem Fall, dass er ein Video anzieht und die darin gestellten kleinen Arbeitsaufträge auch erledigt. Genau. Anschließend wird dann im Unterricht mit verschiedenen Methoden und Aufgabenstellungen differenziert geübt und das Gelernte natürlich auch mit Hilfe von geeigneten Programmen oder Apps ja, vertieft. Das lässt sich natürlich alles wunderbar mit den Chromebooks umsetzen. Google Sites und Google Formulare, das verwenden vor allem die höheren Klassen sehr gerne. Und vor allem ich im Fach Wirtschaft und in Informatik erstelle mit den Schülerinnen und Schülern mit Google Formulare zum Beispiel Anmeldungen für Schulveranstaltungen oder wir führen auch mal spontan eine Meinungsumfrage zu einem Thema durch. Und wir bekommen dann wirklich direkt eine Auswertung über Google Formulare. Dokumentation von Schülerprojekten. Das machen die höheren Klassen auch sehr, sehr gerne. Und zwar mit Hilfe von Google Sites dokumentieren die Schüler wirklich große Schülerprojekte, wie zum Beispiel Umweltschule. Wir sind jetzt Umweltschule und ich habe mit der 10. Klasse von Anbeginn bis zum Ende und diesen Prozess dokumentiert. Da werde ich dann auch gleich im Anschluss noch ein Bild zeigen, dass Sie sich das ein bisschen besser vorstellen können. Oder wir haben jetzt einen Weihnachtsmarkt. Ja, da haben wir über Google Docs haben wir ein Plakat erstellt. Ja, dann nutzen wir die Software Active Inspire. Im Unterricht setzen wir die Tafelsoftware Active Inspire ein. Und diese Software haben wir aufgrund der Anschaffung der neuen Promethean Boards angeschafft. Die Lehrkräfte bereiten im Lehrervorbereitungsraum mit dieser Software ihren Unterricht vor. Und leider, das muss ich auch dazu sagen, ist Active Inspire nicht mit den Chromebooks kompatibel. Also Active Inspire lässt sich wirklich nur auf Windows-PCs installieren und weswegen wir auch das integrierte Programm ClassFlow benötigt haben. Hier sind wir natürlich gerade dabei, das haben wir jetzt ganz neu, uns einzuarbeiten und ja, da gebe ich das einfach mal in die Runde. Wir sind natürlich auch dankbar, wenn wir von Ihnen irgendwelche Anregungen oder Tipps zu ja, Tafelsoftware bekommen. Dann sind wir seit diesem Schuljahr auch Pilotschule und zwar nennt sich das Pilotschule Virtuelle Schule. In Zusammenarbeit mit der Evangelischen Schulstiftung in Nürnberg habe ich während des Lockdowns eine virtuelle Schule über GetherTown programmiert. Eine Schule, ja, wie sie in den Augen der Schüler einfach perfekt ist oder sein soll. Ja, und jetzt geht die virtuelle Schule in die nächste Runde und bekommt eine wissenschaftliche Begleitung. Und das Witzige ist, GetherTown funktioniert am besten mit Chromebooks oder mit dem Chrome OS Browser. Und das ist natürlich bei uns ja super unkompliziert. Wir haben jetzt auch eine Unterrichtsstunde bewusst in die virtuelle Schule verlegt, die LAS-Stunde. Um hier auch einfach eine gute Grundlage für die wissenschaftliche Begleitung zu haben. Jetzt kommen so ein paar Unterrichtsbeispiele. Hier ist zum Beispiel das Plakat, was wir für die virtuelle Schule erstellt haben. Ab Montag, 28.11., bekommen die Schüler jeweils immer montags in der Zeit von 8:05 bis 8:10 in dieser virtuellen Schule einen kleinen Impuls zum Thema gemeinsam und gestärkt durch belastende Situationen. Da dürfen Sie gerne auch dran teilnehmen, also herzliche Einladung. Ich kann auch gerne noch den Link dann verschicken.
einfach vorbeikommen, eintauchen in die virtuelle Schule. Den Schulgarten habe ich schon genannt. Und zwar sind wir Umweltschule und da haben die Schüler über Google Sites eine Homepage erstellt. Es ist total schön geworden. Jetzt noch was für die Lehrer, ein Beispiel über das Jamboard. Das ist auch eine Funktion bei Google. Habe ich Lehrerfortbildungen geplant und organisiert. Zu unserem digitalen Klassenbuch ging es hier, Kompetenzbereich 1 zum Beispiel, ging es um Klassenmanagement und die Lehrkräfte haben von mir das Jamboard geteilt bekommen und konnten sich dann anhand von diesen Kärtchen zuordnen. Also das sind so kleine Spielereien, die aber sehr motivierend für die Lehrkräfte auch sind. Ja, dann unseren Berufspol. Wir haben unsere Berufe, die Firmen zur Verfügung stellen, den Schülern digitalisiert, auch in Form von einer kleinen Homepage. Genau. Dann möchte ich natürlich auch das Arbeiten im Homeschooling mit aufnehmen, weil ich auch wichtig finde, dass auch mal was weitergegeben wird, was gut funktioniert hat. Man hört ja immer nur Schlechtes und ach, es hat nicht geklappt und das hat nicht geklappt, aber ich möchte doch mal was weitergeben, was bei uns wirklich sehr gut geklappt hat. Ja. Einsatz der Chromebooks, Arbeiten mit Chromebooks vor dem Lockdown und zwar mit dem Medienausweis. Da die Chromebooks im Unterricht bereits vor der Pandemie und der Schulschließung eingesetzt wurden, konnten wir wirklich die Arbeitsweise einfach ins Homeschooling übertragen. Das war unsere Rettung, sage ich mal. Unsere Schüler haben auch oft Probleme mit ihren Passwörtern, weil sie nicht wissen, wo sind die gespeichert oder sie vergessen sie sogar zu Hause. Und deshalb haben wir einen Medienausweis eingeführt, in dem die Passwörter der Schüler aufgelistet sind und den jeder Schüler auch bei sich trägt. Das rate ich Ihnen wirklich auch alle. Falls das Passwort dann trotzdem verloren geht, können wir dank der einfachen Online-Verwaltung von Google Workspace for Education die Passwörter innerhalb von Sekunden zurücksetzen. Und das ist für mich auch so ein großer Vorteil von dem Workspace. Ja, als dann ad hoc die Schulschließung konnten wir anhand von unserem bestehenden Ausleihsystem ganz unkompliziert innerhalb von einem Tag 48 Chromebooks an die Schüler verleihen. Und somit konnte dann auch wirklich jeder Schüler am Online-Unterricht teilnehmen. Das war wirklich total schön. Wir haben dazu auch einen Ausleihvertrag erstellt. Den kann ich gern auch zur Verfügung stellen, wenn Sie sich bei mir melden. Ja, Aufgabenstellung. Die Schüler haben über das digitale Klassenbuch ihre Aufgaben erhalten und das Thema kollaborativ mit anderen Schülern erarbeitet. Anschließend dann über die Videokonferenzen haben sie dann ihre Ergebnisse präsentiert. Also bei uns fand wirklich an jedem Tag, in jeder Unterrichtsstunde Unterricht statt im Distanzunterricht, weil eben unser System vorab etabliert war. Ja, was auch ganz wertvoll ist, ich habe, um auch wirklich jeden ins Boot zu holen und auch, dass keiner verloren geht, einige Schritt-für-Schritt-Anleitungen mit Bildern verfasst, sowohl für die Schüler als auch für die Lehrkräfte. So wussten dann auch wirklich alle, wo sie klicken müssen. Außerdem habe ich ein Lehrer- und Elternhandbuch in dieser Zeit zu unserem digitalen Klassenbuch erstellt und dadurch hatten die Lehrer und aber auch die Schüler die Sicherheit. Ja, sie wussten ganz genau, wo muss ich klicken, wo finde ich was und an welcher Stelle. Fortbildungen. Wir haben uns im Kollegium immer ausgetauscht. Also wir waren wirklich verknüpft und wir haben uns auch gegenseitig geholfen.
Ich habe sogar zu Beginn der Pandemie noch schulinterne Lehrerfortbildungen gehalten und wertvolle Tipps weitergegeben. Und das haben wir auch bis heute beibehalten. Das ist auch ein wertvoller Tipp oder ja von mir, von meiner Seite aus. Vor jeder Konferenz zeige ich etwas Digitales, also ein digitaler Tool zeige ich den Lehrkräften. Und da bekommen wir wirklich durchaus durchwegs sehr, sehr gute Rückmeldungen. Genau. Und den Punkt Videokonferenzen hatte ich ja schon vorab etwas ausführlicher erklärt oder Beispiel gebracht. Die Lehrer haben nach dem Stundenplan unterrichtet. Im digitalen Klassenbuch wurde die Videokonferenz eingestellt und der Schüler musste nur noch auf das blaue Kamerasymbol klicken. Super unkompliziert und kaum ein Schüler hatte Probleme. Aber es lag auch daran, dass wirklich jeder Schüler einen schulischen Google-Account hatte. Genau. Jetzt möchte ich noch so auf die Administration eingehen und wie wir die Chromebooks bei uns so Schritt für Schritt eingeführt haben. Ganz wichtig, die Chromebooks waren von Anfang an ganz fest in unserem Medienkonzept verankert. Also wir haben wirklich die Arbeitsweise bis hin zu die Vorteile der Geräte fest im Medienkonzept verankert. Das ist ein großer Vorteil und das haben wir auch so von der Regierung genehmigt bekommen. Wir haben dann eine Einwilligungserklärung erstellt. Das ist ganz, ganz wichtig und jeder Schüler oder jeder Elternteil bekommt vorab immer die Einwilligungserklärung und muss diese dann auch unterschreiben und erst dann im Anschluss wird ein Schüler-Account erstellt. In der Einwilligungserklärung haben wir dann auch detailliert beschrieben, wie wir mit den Chromebooks arbeiten, welche Daten gespeichert werden, warum wir es sinnvoll sehen, dass wirklich ein Schüler diesen schulischen Google-Account auch hat. Bis jetzt gab es toi 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 nur ein Elternteil, der nicht eingewilligt hat. Da hat der Schüler dann als Gast gearbeitet und nach 2 Wochen ja, hat dann das Elternteil auch gemerkt, dass der Schüler einfach nicht richtig mitarbeiten kann. Also er kann nicht kollaborativ arbeiten. Die Arbeitsblätter mussten dann immer ausgeteilt oder ausgedruckt werden und es war super, super kompliziert. Jeder Schüler hat dann einen Account von mir erstellt bekommen. Das ging total einfach und zwar über unser Schulprogramm ASV konnte ich mir eine Tabelle runterladen und die konnte ich dann in die Admin-Konsole uploaden. Genau das Gleiche ging auch mit den Lehrer-Accounts. Ja, das habe ich auch schon genannt. Anleitungen, Schilfs und Medienscouts, das sind so drei große und wichtige Punkte, die wirklich auch bei der Einführung von, egal von welchen Geräten, sehr, sehr hilfreich sind. Also ich habe wirklich Schritt für Schritt Anleitungen erstellt mit Bildern, die wir dann auch im Unterricht eingesetzt haben und kontinuierlich und immer wiederkehrend mit den Schülern geübt haben. Und jetzt ist es wirklich bei uns ein Selbstläufer. Schilfs sind ganz wichtig. Entweder längere Fortbildungen über mehrere Stunden oder aber auch nur Kurzimpulse vor einer Konferenz. Und was wir auch als festes Programm haben, ich bilde die Schüler ab der Klasse 5, also immer 2 in jeder Jahrgangsstufe zu Medienscouts aus. Die helfen dann auch der Lehrkraft oder auch den Schülern im Unterricht, wenn es technische Probleme gibt. Genau, und dann die Admin-Konsole. Ich habe dann eine Admin-Konsole und administriere dann die einzelnen Accounts. Und zwar haben wir Workspace for Education. Und das habe ich auch schon genannt. Jeder Schüler hat bei uns einen Medienausweis. In der Admin-Konsole kann ich das so einstellen, dass für jede Klasse andere Rechte gelten. Die Lehrer haben zum Beispiel
andere Apps installiert als die Schüler. Bei den einen Schülern muss ich YouTube sperren, bei den anderen Schülern habe ich wieder was anderes gesperrt oder installiert. Also das kann man wirklich in der Admin-Konsole sehr schön für jede Jahrgangsstufe, für jede Klasse sehr schön definieren. Ja, das war auch schon mein Vortrag. Jetzt dürfen Sie gerne noch Fragen stellen, wenn es noch Fragen gibt. Ansonsten würde ich gerne Ihnen auch meine Kontaktdaten weitergeben. Und zwar meine E-Mail-Adresse ist vwissel@pgs-karl.de. Da dürfen Sie mir gerne eine E-Mail schreiben, gerne auch mal an unserer Schule vorbeikommen, hospitieren. Wir hatten erst letzte Woche wieder eine Schule bei uns im Unterricht, die sich jetzt auch für Chromebooks entscheiden möchte. Und da bekommt man doch nochmal einen sehr guten Einblick, wenn man nochmal vor Ort ist. Dann würde ich auch an dieser Stelle meine Präsentation beenden. So, an der Stelle würde ich auch mal ganz kurz noch übernehmen. Also vielen Dank erstmal für diese Einblicke in euren Schulalltag. Es war wirklich spannend. Es kam zwischenzeitlich auch noch ein paar Anmerkungen bzw. Fragen in den Chat. Zum einen zu der Veranstaltung, die ihr zur virtuellen Schule macht. Und natürlich auch, ja, wo Sie sich melden können bezüglich dem Ausleihvertrag. Die Kontaktdaten, Vanessa, hattest du ja gerade schon geteilt. Vielleicht können wir auch in unserem Follow-up, so wäre mein Vorschlag, eben das noch alles mit reinpacken. Können wir uns ja gerne im Anschluss dann austauschen. Also da bekommen Sie auf jeden Fall die Inhalte noch zugeschickt, die Ihnen vielleicht noch fehlen. Und genau, ein Lob an dich, Vanessa. Kompetenter Vortrag. Ich fand es auch wirklich sehr spannend. Eine Frage, die würde ich vielleicht gleich an unseren nächsten Referenten weitergeben. Also wenn Sie keine anderen Fragen zwischenzeitlich mehr haben, übergebe ich vielleicht gleich. Genau, ansonsten sehe ich, jetzt kommt noch eine Frage. Hinweise zur Nutzung von Druckern über die eingesetzten mobilen Geräte. Wäre jetzt mal, schätze ich, die Frage, wie, ob es da irgendwelche Hinweise dazu gibt. Das ist vielleicht sehr spezifisch. Nee, wir haben tatsächlich das noch nicht eingerichtet, dass die Lehrkräfte über die Chromebooks drucken können, weil wir auch einfach im Silenzium die Möglichkeit haben, vor Ort auszudrucken. Aber das wäre für mich auch nochmal ein spannender Punkt. Den nehme ich auch gerne für mich nochmal mit. Ja, vielleicht richten wir das, ist das das Nächste, das wir einrichten bei uns an der Schule. Vielen Dank für die Anregung. Dann gibt es noch einen Punkt. Mussten die Google-Accounts anonymisiert werden? Ja, das haben wir gemacht aus Datenschutzgründen. Und zwar, ich nenne jetzt einfach mal ein Beispiel, Emilia, da wäre der Account das E vom Anfangsbuchstaben und das A vom letzten Buchstaben, dann kommt immer ein Punkt und das gleiche auch mit dem Nachname. Mhm. So haben wir das geregelt. Okay. Und dann noch eine Frage, und zwar, ob die Admin-Konsole auch eine Art Internetfilter bietet. Ja. Es gibt eine Blacklist und eine Whitelist, also Blacklist benutzen wir und da kann ich wirklich ganz viele Programme einspielen oder Seiten, die wir gesperrt haben möchten. Bei uns ist zum Beispiel auch YouTube gesperrt von vornherein. Okay. Das ist wirklich auch das Schöne an der Admin-Konsole, man kann das für jede Klasse, sage ich jetzt mal, für jeden Kurs eigen definieren. Für jede Altersstufe auch, oder? Ja, sehr praktisch. Genau. Gibt es sonst noch Fragen an Vanessa Wissel? Ein Danke kam zurück, sehr gerne. Okay, ich denke, Sie können ja Ihre Fragen trotzdem noch stellen, falls Ihnen noch Fragen an Frau Wissel einfallen während des Vortrags. Ansonsten würde ich gerne an Armin Bussal von HP weitergeben. Er wird Ihnen jetzt auch noch über ein paar Funktionen von einzelnen Chromebooks etwas erzählen und da würde ich auch gerne eine Frage weitergeben und zwar
Kam eine Frage, ob die schlanken Chromebooks auch mit den grafisch aufwendigeren Apps laufen, also sowas wie Merge Edu oder 3D-Inhalte. Ja, absolut. Also da hat sich die Welt auch deutlich weiterentwickelt. Früher waren Chromebooks immer sehr unterpowered, würde man fast sagen. Heute geht die Rechenleistung, kann man mittlerweile sehr, sehr weit ausprägen, wie auch beim normalen Microsoft Windows PC, was keine Wünsche mehr übrig lässt, was die Performance angeht. Also da gehen auch 3D-Programme drauf. Es lassen sich mittlerweile auch auf den Chrome OS-Geräten auch native Linux-Apps drauf installieren. Also da ist auch ein Linux-Kernel-Support mit dabei, sodass man auch alle Linux-Apps da vollumfänglich drauf supporten kann. Super. Und falls die Rechenleistung mal nicht ausreichen sollte, kann man auch alles sehr leicht virtualisieren, dann in die Cloud oder in Rechenzentrum haben jetzt die wenigsten Schulen, aber eine Cloud kann man dann im Zweifel immer noch mit reinziehen. Aber es ist in den meisten Fällen gar nicht benötigt. Okay. Ich denke, damit ist die Frage auch beantwortet, oder? Damit gebe ich auch an dich weiter. Wirst du dich vielleicht gleich mal vorstellen? Dann Ja, ich würde jetzt auch meinen Screen sharen, dann kann ich ja, auch ein ich. bisschen was zeigen. So, genau, erstmal zu mir. Ich bin Aaron Bushalb. Ich bin der Category Manager bei HP für unter anderem auch Chromebooks, generell für alle Notebooks bei uns, und freue mich immer, wenn ich ein bisschen was zu Chromebooks sagen kann. Jetzt muss ich nur mal schauen, welchen Screen. Welches Screen hier übertragen wird. So, jetzt müsste auch das Richtige übertragen werden. Sehr schön, jetzt sieht man auch eine Präsentation. Also ich will gar nicht allzu sehr in die Technologie, in die Details eingehen, sondern ganz grob mal erklären, was gibt es an Chrome Devices, was bedeutet überhaupt ein Chrome Device, was man damit anfangen kann, haben Sie jetzt eben gerade schon gehört. Wirklich eine super Lösung, prädestiniert aus meiner Sicht, gerade für den Bildungsbereich. Ich selber nutze privat auch nur Chromebooks, weil es einfach von der Bedienung und super einfach ist. Man kann Geräte sehr leicht durchtauschen. Wir haben gerade schon die Anwendungsfälle gehört. Wir haben natürlich die drei Szenarien, wie die Geräte auch genutzt werden in der Schule, zu Hause, im Homeschooling oder auch natürlich für Lernen und Hausaufgaben, wo immer auch die Schüler sich dann aufhalten. Es gilt natürlich sofort, also zum einen für die Schüler als auch für die Lehrer. Und das ist einer der größten Vorteile, die Chrome OS oder Chromebooks bieten. Das ist eine wahnsinnige Flexibilität. Flexibilität im Sinne davon, wo wir arbeiten. Wir können sowohl offline als auch online arbeiten. Dass Chromebooks nur online funktionieren, also nur mit Internetverbindung, ist ein Mythos, der hält sich recht immer noch irgendwie sehr hartnäckig. War auch eine lange Zeit so. Mittlerweile hat man auch sehr viele Offline-Möglichkeiten, auch wenn man mal keinen Internetzugang hat. Es gibt auch LTE-fähige Chromebooks, sodass man auch in Bereichen arbeiten kann, wo man keinen WLAN-Zugang hat. Auch das ist möglich. Und das Ganze, was die Chromebooks nämlich auch ausmacht, mit einer sehr langen Akkulaufzeit. Die sind nicht so ressourcenintensiv wie die klassischen Microsoft Notebooks, die wir kennen. Dadurch hat man natürlich auch auf dieser Seite eine deutlich höhere Flexibilität, weil man einfach ja nicht unbedingt zu jeder Zeit auch einen Stromanschluss braucht. Und zu guter Letzt in Sachen Flexibilität, hatten wir vorhin auch schon ein Stück weit gehört, wir können die Geräte ganz einfach austauschen. Wir nutzen das auch beispielsweise viel in Callcentern oder so, wo wir eine hohe Fluktuation an Mitarbeitern haben, wo ein Gerät schnell kaputt gehen kann. Dann nimmt man ein neues Gerät aus der Schublade, meldet sich einmal mit seinen Credentials, also mit seinen Account-Zugangsdaten an, und dann ist das Gerät wieder voll startklar. Es ist genauso eingerichtet wie davor, das Chromebook davor. Und das macht es natürlich auch sehr leicht. Wenn auch da mal ein Schüler ein Gerät vergessen hat zu Hause, kann man, ja, gibt so ein Demo-Pool in den Schulen auch zur Verfügung stellen. Dann melden Sie sich da kurz an. Das dauert dann keine 5 Stunden, wie bei Microsoft, wenn man mal alles wieder neu installieren muss, sondern man ist da eigentlich sofort wieder startklar, sobald man sich da einmal
irgendwo eingeloggt hat. Das macht das Ganze natürlich auch nochmal enorm flexibel. Und um kurz mal so ein bisschen Marktgefühl für Sie zu geben, wo wir mit Chrome OS unterwegs sind. In Deutschland ist es tatsächlich noch, noch am Aufbauen, das Ganze. Wenn wir aber zum Beispiel nach Amerika schauen oder auch gar nicht so weit weg nach England oder in die Nordics, da ist Chrome OS schon gestanden und wird extrem viel, gerade im Education-Bereich, also im Bildungsbereich auch schon eingesetzt. In Amerika ist es so, dass Chrome OS das weitverbreiteste, am meistverbreiteste Betriebssystem ist im Bildungsbereich, das heißt von Grundschule bis in die Universität hinein. So, Ihnen vor allen Dingen auch ein Stück weit Sicherheit geben, dass das kein One-Hit-Wonder ist, sondern das ist schon eine sehr, sehr, sehr ausgereifte Technologie. Die wird schon millionenfach eingesetzt, auch wenn es vielleicht nicht der deutsche Markt ist, der gerade so dominant ist in dem Segment. Der wird sich entwickeln und wir haben vor allen Dingen halt im Ausland schon extrem gute Erfolge damit gefeiert. Und daher sind wir da sehr zuversichtlich, dass sich das auch im deutschen Markt durchsetzen wird. Jetzt mal ganz konkret zu den Geräten. Wie gesagt, ich will nur ein bisschen kurz was dazu erzählen, was wir überhaupt haben, was es überhaupt gibt wie wir als Hersteller mit solchen Chrome-Devices umgehen. Auf der linken Seite die ersten drei Geräte, das sind jetzt, so, ich sage mal, die klassischen Schülergeräte. Die sind etwas dicker, die sind ruggedized, das heißt, die sind auch ein bisschen stabiler, die können auch mal vom Tisch fallen, da kann auch mal eine Wasserflasche drüber fliegen. Das halten die Geräte aus. Ja, wir haben hier, das ist ein Hauptaspekt für uns oder Anforderungen an diese Schülergeräte, dass sie den Alltag auch überleben. Ja, wir haben zum einen klassischen Notebook im 11-Zoll-Format, das heißt, ein recht kompaktes Gerät, hat aber schon ein volles Keyboard. Also das heißt, man kann hier auch als Schüler von Anfang an entsprechend an einem Keyboard richtig arbeiten und auch tippen lernen, was man auf dem Tablet dann so ein bisschen vermisst. Das setzen wir auch schon in den 11-Zoll-Geräten um. Mein Favorit und auch das beliebteste, der beliebteste Formfaktor oder Modell sind die Convertibles. In dem Fall hier ist X360-11, so heißt es bei uns. Das heißt, ein 11-Zoll-Convertible, man kann es dann einmal umklappen. Man kann es sowohl als Tablet nutzen, als auch dann als Notebook. Wenn man ein bisschen mehr Platz hat oder ein bisschen größeres Display haben will, dann haben wir auch ein 14-Zoll-Chromebook. Das ist dann schon fast, sagen wir, für die etwas fortgeschritteneren Schüler, die auch an größeren oder mehr Displayfläche brauchen, um da einfach produktiv und aktiv zu sein. Das ähnelt dann schon sehr so einem klassischen Notebook, wie wir es auch so im Geschäftsumfeld kennen oder auch, sagen wir, aus dem klassischen Consumer-Bereich, Mediamarkt und Saturn etc. Jetzt gibt es nicht nur die mobilen Devices, nicht nur die mobilen Geräte, sondern auch eine sogenannte Chromebox. Das ist letztendlich ein sehr, sehr kleines 1-Liter-Gehäuse, beinhaltet aber einen vollen Desktop. Auch hier geht's echt, kann man sehr hoch ausbauen bis zu i7 CPUs. Das heißt auch gerade die Frage, kann man 3D-Renderings darauf machen, 3D-Applikationen, in dem Fall definitiv. Das sind so Geräte, die kann man entweder auch an die Smartboards direkt hängen oder halt in Computerräumen. Wenn man da mit Shared Accounts dran arbeitet, ist das, sagen wir mal so, die Lösung, die wir da am meisten anbieten. Und wenn wir dann auf die rechte Seite wechseln, dann sieht man, dass Chromebooks auch nicht nur, Kunststoff und ein bisschen klobig sein können, sondern die können auch richtig schick werden. Dann sind wir nämlich in unseren Premium-Devices unterwegs, klassischerweise in dem Anwendungsfall hier dann natürlich für die Lehrkräfte oder auch für Studenten, wenn man dann so Richtung Uni schon denkt, dann sind wir hier zu Hause einmal mit einem 14-Zoll klassischen traditionellen Notebook oder auch dann unser wirklich komplettes High-End-Produkt, das Dragonfly Convertible, das ist auch 13-Zoll Convertible, unterstützt da letztendlich alles vollumfänglich mit, ist dann noch schlanker, noch leichter, nicht ganz so robust, wie es dann vielleicht die Schülergeräte sind, brauchen wir dann in dem Fall auch nicht, leistungsstark und vor allen Dingen für unterwegs sehr gut geeignet.
Ein Punkt jetzt nochmal zu der Robustheit, weil das ist das, was ich ja schon angesprochen hatte, macht die vor allen Dingen die Schülergeräte aus. Diese werden speziell getestet bei uns. Sie können vom Tisch fallen. Sie können auch mal bei kälteren Temperaturen genutzt werden. Ich meine, die Schüler gehen auch in den Winter zur Bushaltestelle etc. Das heißt, da sind auch mal die Geräte für längere Zeit draußen. Kann es sehr kalt werden, kann es auch sehr heiß werden. Das macht denen in dem Fall nichts aus. Da kann auch eine Wasserflasche mal drüber auskippen. Ist auch nicht so schlimm. Hauptsache, man trocknet es danach wieder ab. Also auch da ist der Fokus darauf, ja, produktiv zu bleiben oder auch aktiv zu bleiben an den Geräten, möglichst geringe Ausfallraten aufgrund, ja, äußerer Umstände, nenne ich es mal, sodass sie da möglichst viel abfangen und möglichst wenig, ja, Reibung, sage ich mal, da in den Betrieb bringen. Und nur um mal ein bisschen konkreter an einem Gerät zu bleiben, nämlich das, was ich eben gerade schon vorher vorgehoben habe, das Tablet, das X360. Das heißt, sind die Schüler mit am flexibelsten und auch, das ist das auch, wie gesagt, das beliebteste. Zum einen, weil wir hier auch im Tablet-Modus arbeiten können, aber auch generell diese Touch-Eingaben sind extrem wichtig. Gerade, ja, in der heutigen Zeit wächst man mit dem Smartphone, Tablet auf. Man kennt die Gesten, zoomen, swipen. Das ist alles schon so verinnerlicht. Und das kann man auch direkt dann hier übertragen. Dadurch ist auch die Bedienung extrem intuitiv. Braucht letztendlich nicht lange, sich da zu Hause zu fühlen. Gerade diejenigen, die Android sowieso schon kennen, die werden hier eins zu eins dann darauf auch anspringen und können das hier letztendlich darauf anwenden. Wir haben hier ein Pen direkt mit an Bord. Wird direkt hier zum Beispiel im Gehäuse geladen, kann somit auch nicht verloren gehen, kann auch nie leer gehen, sodass die Schüler auch handschriftliche Notizen machen können oder halt künstlerisch sich verausgaben können und nicht ausschließlich über das Trackpad und das Keyboard dann das Gerät bedienen, sondern hier alles mit dabei haben. Ebenso noch eine extra Kamera, dass man auch, sag mal, die Umwelt aufnehmen kann und verarbeiten kann. Bei Projekten, wie man es letztendlich auch auf Tablet oder Smartphone kennt. Das ist eine Besonderheit. Gibt es in relativ wenig Notebooks so die Umsetzung. Aber hier natürlich fokussiert auf den Schulmarkt. Und zu guter Letzt, das immer wichtiger, gerade in der heutigen Zeit, ist natürlich auch die, ja, Desinfizierbarkeit. Die Geräte können alle desinfiziert werden, können alle abgewischt werden. Das heißt, auch wenn sie dann mal schmutziger werden oder auch einfach aus Hygienegründen, gerade bei Leihgeräten oder geteilten Geräten, ist es auch kein Problem, da mal rüberzuwischen, wird das Gerät auch nicht dann von beeinträchtigt. Das wäre jetzt auch schon so von meiner Seite, was wir so an Geräte haben, um Ihnen da einen Einblick zu geben oder eine Idee zu geben, was das sein kann, ein Chromebook. Ich hoffe, ich habe dem einen oder anderen da was gezeigt, was von Interesse ist. Wenn dem so ist, gerne hier QTEC auch, ja, kontaktieren, dass wir da dann auch noch weiter einsteigen können und auch gerne Testgeräte oder so zur Verfügung stellen. So, damit übernehme ich mal wieder. An der Stelle nochmal vielen Dank an Vanessa und Aaron, dass ihr heute hier wart und so schön präsentiert habt. Es kam zwischenzeitlich auch noch eine Frage rein, und zwar, ob die Chromebooks auch ohne Google-Account nutzbar sind, dass man zum Beispiel die Office 365-Dienste dann nur online im Browser nutzt. Geht das? Ja, also geht. Ja. Ich weiß nicht, also kann man braucht nicht zwangsweise einen Chrome-Account. Ist natürlich sinnvoll oder man kann noch mehr Funktionen dann machen, aber man kann auch ganz normal als Gast ohne irgendwelche Accounts auf den Webbrowser und auf die rudimentären Funktionalitäten eines Chromebooks zugreifen. Man kann halt dann nicht die Vorteile einer Admin-Konsole nutzen, oder das wäre jetzt so der große Nachteil dann wahrscheinlich. Okay. Korrekt. Gut, gerne noch weitere Fragen stellen. Wir haben da auf jeden Fall noch ein bisschen Raum dafür. Zwischenzeitlich möchte ich gerne darauf hinweisen, wir haben die nächsten 2 Wochen auch noch weitere Webcasts. Da wird unser neuer Kollege Thorsten Hasenclever Ihnen 2 Präsentationen bieten. Gerne mal vorbeischauen auf quotec.de Webcasts. Da finden Sie die nächsten Termine. So, schauen wir mal, ob noch Fragen reinkommen. Noch 2 Minuten.
Ansonsten vielleicht auch nochmal der Hinweis, es öffnet sich nach dem Webcast unsere Umfrage, die dauert keine 2 Minuten. Wenn Sie daran teilnehmen, hilft es uns einfach, wenn Sie uns Feedback geben, ob Ihnen diese Art von Webcast gefallen, was wir besser machen können, vielleicht auch weitere Themenvorschläge einfach. Das hilft uns auf jeden Fall immer weiter. Gut, Aaron, Vanessa, habt ihr noch irgendetwas, was ihr ergänzen möchtet vielleicht? Okay, ansonsten denke ich, haben wir alles ganz gut beantwortet oder ihr besser gesagt habt alles ganz gut beantwortet und der Rest folgt dann im Follow-up. Vielen Dank. Tschüss.